Hallo, es geht weiter mit Aufgabe 7. Puzzles. Bei einem sogenannten Rundpuzzle werden die Teile in Ringen, in N, also in Ringen aneinandergelegt. Der innerste Ring besteht aus vier Teilen. Die Anzahl der Teile jedes Ringes ist in der nachstehenden Tabelle angegeben. Okay, ich habe also die Nummer der Ringe hier weggelassen. Ich habe jetzt nur noch die Anzahl der Ringe im n-ten Ring hier aufgeschrieben. Die Anzahl der Teile im beliebigen Ring kann durch die Folge Rn beschrieben werden. Begründen Sie, warum sich die Anzahl der Teile im n-ten Ring bis n gleich 4 durch eine arithmetische Folge beschreiben lässt. Okay, also arithmetische Folge ist es dann, wenn ich immer die gleiche Addition von einem zum nächsten habe. 4 und 6 ist 10. 10 und 6 ist 16. 16 und 6 ist 22. 22 und 10 ist 32, also da bricht es dann ab. 32 und 4 ist 36, 36 und 2 ist 38 und hier haben wir wieder 4. Also das heißt, man sieht, bis dahin, bis 22 geht es also mit einer arithmetischen Reihe und die würde sich auch entsprechend ausdrücken. Weisen Sie nach, ja, also das heißt, die erste und die zweite Frage weisen Sie nach, dass sich die Anzahl der Teile im n-ten Ring ab n5 nicht mehr durch eine arithmetische Folge beschreiben lässt. Ja, also die Begründung ist also, dass ihm hier die Differenz dann nicht mehr gleich ist. Die gesamte Anzahl aller Teile bis zum n-ten Ring kann bis n gleich 4 mit Hilfe der nachstehenden Formel berechnet werden. Also ich habe hier Sn eine Summenformel. Also eigentlich hätte man eine Summenformel für ihre arithmetische Folge in der Formelsammlung. Ne? Also, die wollen das aber extra machen. K mal n Quadrat plus l mal n. Sn sind die gesamten Teile. Das heißt, wenn ich also hier addiere, zuerst ist es 4, dann ist es 4 und 10 ist 14 und dann noch 16 dazu und so weiter. S1 ist jetzt 4. Okay, die geben da jetzt S1 ist 4 und S 2 ist 14 an und ich soll mir diese Formel bilden. Das heißt, ich werde also hier ein Gleichungssystem aufbauen. Ne? Also S1 ist 4 hier, aber nach der Formel, nach dieser Formel würde es stehen dann K mal n ist 1, 1 Quadrat plus l mal 1. Okay, erste Gleichung. Hier haben wir die nächste Gleichung. K mal, jetzt ist es n 2, 2 Quadrat. Plus L mal 2. Und wenn ich das jetzt hier solve, dann kommt K gleich 3 und L gleich 1 raus. Okay, also hier mit einem Gleichungssystem. Passt? B. Vom Hersteller B gibt es Puzzles, deren Teilezahlen der Folge BN entsprechen. BN1 ist dabei die Teilzahl des größten Puzzles mit den meisten Teilen und dann wird es immer kleiner. Okay, das fünftgrößte Puzzle hat 250 Teile und jetzt soll man den Parameter Q ermitteln. Das heißt, ich muss also jetzt hier nur n ist gleich 5 und b 5 gleich 250 einsetzen. Also da steht dann hier 250 ist gleich 4000 mal Q hoch 5 weniger 1, also hoch 4. Naja, das ist also leicht. Ich muss also jetzt einfach nur durch 4000 dividieren. 250 durch 4000 ist also 0,00625 ist Q hoch 4. Also ich habe hier durch 4000 dividiert. Und jetzt muss ich die vierte Wurzel ziehen. Und dann hätten wir das Q. Vierte Wurzel. Geht mit einem normalen Taschenrechner von der vorigen Angabe, also ist 0,5. Okay. Damit hätten wir also das Q. Das fünftgrößte Puzzle des Herstellers C hat doppelt so viele Teile wie das fünftgrößte Puzzle des vom B. Also von B gehen wir jetzt auf C. Also CN ist jetzt hier gefragt. Kreuzen Sie das auf die Folge CN zutreffende Bildungsgesetz. Das heißt also immer doppelt so viel.
Naja, das heißt, wenn ich hier also das Ganze, muss ich also jetzt hier mit 2 multiplizieren. Mal 2. Also habe ich hier dann 2 mal 4000 mal Q hoch n minus 1. Also immer doppelt so viel. Ne? Also das steht also auch da. Das ist also die vierte Zeile in dieser Tabelle. Nur halt mit Klammer. Okay, können wir auch einfügen. Okay, Klammer. Schadet nicht. Okay, passt. So, das letzte C. Bei einem Puzzle für Kinder sind noch 4 Lücken für jeweils einen Teil frei. Aha. Andreas nimmt eines der 4 Teile und versucht so oft, es in jede der Lücken zu legen, bis er die richtige Lücke gefunden hat. Dieser Vorgang wird bis zur dritten Lücke durch das nachstehende Baumdiagramm beschrieben. Das heißt also, entweder bei der ersten Lücke hat er ja noch 4 Teile und das heißt, also in einem Fall kann es also sein, dass es passt, also deswegen ist die Wahrscheinlichkeit ein Viertel. Aber ich kann auch schauen, bei passt nicht ist drei Viertel und die Ergänzung dazu auf den anderen Fall ist also ein Viertel. Beim zweiten Mal würde es passen, weil er nur mehr 3 Teile hat, einen von 3 Teilen. Und im dritten Fall also einen von 2 Teilen. Also ein halb gehört dann dorthin. Gut, die fehlenden Wahrscheinlichkeiten haben wir jetzt eingetragen. Lena wählt ein Teil zufällig aus und betrachtet die folgenden zwei Ereignisse. E1, das Teil passt in die erste Lücke. E2, das Teil passt nicht in die erste, sondern in die zweite Lücke. Zeigen Sie, dass die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis E1 gleich groß ist wie die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis E2. Die Wahrscheinlichkeit für E1, das Teil passt in die erste Lücke, das wird, haben wir herausgefunden, ist oben in der Tabelle ein Viertel. So, das Teil passt nicht in die erste, aber in die zweite, muss ich also im Pfad gehen. Das heißt, ich habe zuerst die drei Viertel und dann ein Drittel. Ein Drittel mal drei Viertel ist aber ein Viertel und das ist das gleiche wie im ersten Fall. Passt.